So, hallo und alle zur nächsten Folge von Clash Royale. Ich habe heute wieder ein paar Sachen zum Öffnen. Hui. Silberkisten. Ich habe gehört, irgendwann ist eine legendäre Kiste meiner Rotation drin. Sehr zügig, bald. Vielleicht in der nächsten Folge oder vielleicht auch schon dieser. Mal gucken, ein paar Kisten müssen noch geöffnet werden, deswegen. Eisgolem. Fledermäuse. Gold. Feuerball und Ritter. Ja, was ich jetzt hier dann mache, das sehen wir gleich noch. Kann ich wieder da spenden. Viele sind aktiv, okay. Ja, für mein Empfinden geht, also. Ich kriege immer alles gespendet, was ich will und kann da nur Kämpfe sowas machen, wenn ich will, meistens. Go. Und die Clan-Truhe ist super schnell voll immer. Gefrorener Gipfel. Bin gerade am Gipfel meines Ganzens. Nee, pass auf. Die Stadt hier unten. Hand ist einigermaßen gut. Ja, ich mach die mal weg. Die fand ich doof. Ich mach lieber den hier. Boah, ich war schon jetzt echt so geneigt, Ballon dahinter zu setzen, aber... Jo, oh nein. Das war jetzt blöd. Ich habe nicht gecheckt, dass sie so schnell kurz sind. Der Turm war instant weg. Der Turm war leider instant weg. Ja gut, ich weiß halt vorher nie, was der Gegner hat. Probieren wir es nochmal. Ich hatte keine Zeit, nach Ballon zu setzen. Ich wollte lieber bevorzugt deffen. Jo, das ist natürlich jetzt... Ja, da kann ich nichts machen gerade. Ja, vielleicht war es das schon. Das war's schon, ey. Da ging überhaupt nichts. Ich hab's nicht mal geschafft bis zum Gegnerturm hin. Ich war ebenso bevorzugt beim Deffen. Was im Grunde auch nicht schlecht ist, aber es hat mir gereicht einfach. Der hatte so eher kleine und schnellere Einheiten. Mit dem Lava und bin ich halt so ein bisschen schwerfälliger, denke ich. Ich starte von hier, weil eine Hexe kann man leicht beim Turm deffen. Ja, ich will gerade noch nicht. Jetzt will ich. Also. Es reicht nicht. Die gehen aber so schnell. Ja, geht auch all. Ich schaff's nicht mal, meine Kombination hier zu setzen. Mit Prinzessin noch drin, da schaffe ich nicht. Ja, okay, da hat er rausgehauen. Jetzt gehe ich über die linke Seite wieder. Letzte Zeit habe ich kaum Leute, die Gebäude setzen, ne? Nur für linke Einheiten. Ich hau mal den raus wieder. Ich wollte eigentlich die Hexe zuerst setzen, dann ist wieder da mir. Ja, ich habe das Gefühl, ich hätte Blitz setzen sollen. Vielleicht kommt der Ballon daran. Ja, eventuell. Ja, da komm ich. Kann ich den abwehren, der läuft einfach durch.
30 Sekunden verbleibend. Ja, ja. Der wird das gewinnen, weil ich nicht rechtzeitig rankomme. Also wenn das Spiel länger dauern würde und ich die zwei Dings hätte, vielleicht. Vielleicht, aber so nett, der hat gewonnen. Ja, heute eine Folge, wo ich die Punkte mal wieder runterwirtschafte hier. Hätten wir da Zeit zum Absteigen in Arena 7. Weil das kann ja jetzt sein. Aber ich will heute die Kisten sammeln. Ich will alle Kisten vollkriegen. Eine erste Krone für heute. Warum ärgert er sich jetzt schon einfach so von zu Beginn des Spiels oder was? Diese Smiley, so viel komme ich nicht klar. Kann ich die ausstellen? Also ich nicht sehen kann, wenn ein Gegner irgendwas schreibt. Das geht mir auf die Nüsse. Level 7er Riese, ey. Kann man mal machen. Ja, jetzt soll ich Skelett einsetzen. Na, hätte schon früher setzen sollen. Oh lol, ich hab's mit den Pfeilen nicht geschafft, die Lakaienhorde runterzukriegen. Auf was für ein Level hat er die gelevelt? WTF. Das habe ich auch selten erlebt. Das ist natürlich ekelhaft, wenn du mit den Pfeilen, also wenn du das gewohnt bist, was zu machen, dass du mit Blitzen Skelette klären kannst und mit Pfeilen Lakaien, Armee und Lakaienhorde, dann, dass das auf einmal nicht geht. Ich würde so gerne Ballon hinterher setzen, aber es geht nicht. Ja, Riese lenkt halt ab, ne? Ich probier's mal mit dem Ballon. Der ärgert sich natürlich. Ja, da kann ich auch schon. Boah, diese Lakaienhorde, ey. Guck mal, Pfeile jetzt drauf. Ha! Ich hätte gar nicht meine Prinzessin setzen müssen. Oh. Da sollte ich den raushauen. Und den. Und den. Oh nein, ah, das ist. Das war nicht gut. Das ist gerade nicht so gut. Die 10er Lakaienhorde, die macht mir echt so schaffen. Ah, der musste so weit außen rumfahren. Gucken, was das wird jetzt hier. Ey, das ist doch unfassbar. Ich kann gegen diese Lakaienhorde nicht viel machen. Das ist echt unfassbar. Der macht das noch. Hey, das ist so knapp. Ja. Richtig knapp, ey. Richtig, richtig knapp. Das war kacke, dass der die so hoch hat. Dass sie nie wirklich klären konnte mit den Pfeilen. Das ist nicht normal. Auf welchen Level habe ich die denn? Level 7. Ja, ich muss mal neu. Oder öfters mal jetzt welche Requests noch zu holen. Ich level die ganze Zeit den Zap hoch. Oder crest die ganze Zeit den Zap, aber.
Ist die Karte fast nutzlos. Jetzt habe ich wieder keine gute Startung. Ich habe keinen Bock abzusteigen, deswegen sollte ich mal gucken, dass ich gewinne. Jo, der hat aber auch ein paar Machen die viel? Die machen schon viel. Ja, die Fledermaus macht viel. Der hat viele Karten, die... also viele kleine Karten, Anführungszeichen. Sollte man eigentlich ganz guten Griff kriegen. Oh lol, ich war gerade schon am reinblitzen. Ich hätte oben hinblitzen müssen. ja. Hexe hatte noch geregelt. Ich mach's ruhig an, lass immer schön Exil verladen. Ich brauche mal eine Wins-Abwechslung. Weißt du, neulich ein Game, wo ich nur gewinne und jetzt ein Game, wo ich nie gewinne. Ich bin ja seitdem jetzt schlechter geworden oder so. Ich bin genauso bad wie das letzte Mal auch. Würde ich mal sagen. Ja, dann noch ein nächster Riese. Ja, ist ein bisschen anstrengend, wenn die da die ganze Zeit rauskommen. Ich versuche halt mal hier mit dem Ballon reinzurennen oder so. Jetzt hat's mal geklappt. Ja, ausnahmsweise mal ein Win, ey. Ja, ist okay. Ausnahmsweise mal ein Win, aber leider auch wieder nur eine Krone. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Kronentruhe öffne. Die Folge würde so ewig gehen. Ja, mal gucken nochmal. Ich muss jetzt wieder ein bisschen aufholen. Ich hab den ganzen verloren. Wart. Ja. Du schießt nach da. Ich schieß nach da. Ich packe übrigens Skelettarmee oder Lakaienhorde. Ich habe mich jetzt für Lakaienhorde entschieden. Dann entscheide ich mich jetzt für Skelettarmee. Okay, Ballon geht nach oben, Skelettarmee hier unten. Def die Kacke. Und jetzt Rums. Wenn noch einen Schlag drauf kriegt, ja, kriegt er noch. Sehr schön. Alter, der hat schon so. Wo? Ah, der hat diese Barbarenhorde da. Das wird damit schlimmer. Ja, ich kann nur nie. Der kriegt das jetzt. Der haut jetzt hier. Ja, da kam ein Zap raus. Diese Elite-Barbaren, die sind auch sehr ekelhaft. Ja, ich kann nichts gegen machen kann. Ah, setze ich die halt hier. Ich habe übrigens einen Zap jetzt genommen, aber. Ich habe gerade nicht viel anderes. Ja.
Ja, was soll ich da denn schon wieder machen? Nichts mache ich da. Nichts. Gar nichts. Gleich die guten Punkte wieder in den Sand gesetzt. Heute habe ich echt keinen guten Tag. Keinen guten Tag. Ich habe wieder keine gute Starthand jetzt. Ich brauche immer einen Lava-Hund. Oder so. Wenn die Skelette kurz tanken, bis es nach vorne geht, ist auch nicht schlecht. Alter, der Magier zieht übelst. Naja. Gut gehalten, würde ich noch sagen. Ich sollte jedenfalls über die rechte Seite gehen. Ich finde einfach viel diese Elite-Barbaren-Taktik. Elite-Barbaren-Taktik. Ja, der schmeißt direkt schon Pfeile oder so. Oh nein, der einfach nur die Prozessen rasiert mit den Pfeilen. Ich setze hier drüben auf die Karte. Ja, sieht auch noch okay aus in dem Game. Noch. Noch gerade so. Ernsthaft? Macht der Pfeile runter oder Death da oben? Ja, Death da oben. Ja, sieht doch. Na, schade. Sieht nicht so okay aus wie gedacht. Ja, hat er gekriegt. Hat er auch gekriegt. Der Ballon muss jetzt nur ankommen. Ja, ist angekommen. Okay, ich habe sie jetzt auch noch weiter geworfen gehabt. Ja, das wird doch schon wieder so ein Ding. So ein Ding wird das. Jetzt geht es halt echt nur noch um... Ich habe Probleme mit Kackmagiern. Ich habe einfach Probleme mit verdammten Magiern. Holy moly, das war ja doch etwas eng und kein schlechtes Game, würde ich sagen. Doch, war Akira total. Eins mache ich noch für die Folge, aber dann gehe ich heil. Alter. Ja, hier muss man sich die Pokale verdienen. So, dann... nicht so ein Ding, obwohl, naja, es geht noch. Geht noch. Verdammt, zu früh, spät, falschem Zeitpunkt gedrückt. Oh lol, hä, das hat über die Skelette drüber geschossen. Das fand ich schade. Ich habe gedacht, Skelette blockieren das. Ja, die sind wenigstens Level 8.
keine Horde, deswegen sind sie Level 8. Aber Level 10er da keine Horde ist doof. Die habe ich gut abgewehrt, denke ich. Und gut, das Kobaltfass war gleich verschwendet. Bis jetzt ist es noch ein bisschen Tuchfühlung. Der eine Wert vom anderen, das jeder zum Mal. Ja, ich würde gerne mal... Weil der Magier kann jetzt hier Damage machen ohne Ende. Ohne dass ich mich gegen wehren kann, Anführungszeichen. Ja, hey, das sieht doch noch ganz gut gerade aus. Ist jetzt Skelettarmee einfach, weil wenn der jetzt nichts macht, dann Skelette machen halt super viel Schaden, wenn sie an, ja, machen super viel Schaden, wenn sie an Tower direkt gehen. Der macht nichts, der hat aufgegeben wahrscheinlich. Ja, ich bin dran. Keine Ahnung, was das jetzt war. Der hat dann irgendwann so ein, ich ärgere mich, Symbol gemacht. Gut, auch noch eine Kronentruhe gekriegt. Und einigermaßen Punkte gehalten, das will ja auch was heißen. So, Goldtruhe über Nacht öffnen und Kronentruhe jetzt öffnen. Und was haben wir denn drin? 483. Eisgeist. Oh, freigeschaltet. Schön. Bisschen Tesla. Speerkobolde und Valkyre. Ja, hört sich nicht. Okay. Ich gehe jetzt higher. So. Ach genau, Clan-Truhe ist schon. Ne, beginnt erst noch. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Lasst krachen und tschüss.